Hallo ihr Lieben, euer Cecile hier und herzlich willkommen zurück zu Cecile Talk. Heute das Thema, bin ich introvertiert oder extrovertiert? Für die meisten bin ich wahrscheinlich extrovertiert. Cecile, du redest ja den ganzen Tag, redest du nur. Redest offen über alles, was dich interessiert oder bewegt. Auf YouTube redest du offen und ehrlich immer drüber. Und du bist der 24-7 am Reden, auch wenn ich streame. Es gibt so viele Streamer und Streamerinnen da draußen, die einfach so viele Redenslücken haben, da nichts mehr kommentieren, einfach nichts sagen. Und es ist dann super langweilig. Das ist aber bei mir, ihr merkt das. Der Mund, der steht nicht still. Ich rede und rede und rede und rede. So, deswegen könnte man natürlich meinen, ich bin ja voll extrovertiert. Stimmt auch. Zum Teil. Soll ich was sagen? Ich bin teilweise extrovertiert, teilweise introvertiert. So, fangen wir mal an mit introvertiert. Bei Leuten, die ich überhaupt nicht kenne. Ne, die ich noch nie gesehen habe. Ne. Weiß ich halt nicht wirklich, was ich sagen soll. Ich bin keine gute Gesprächsleiterin. Ich weiß nicht, wie man ein Gespräch anfängt. Ich kann nicht Smalltalken, ich finde Smalltalk immer cringe. Vor allem, wenn das so erzwungen ist. Und ja, dann stehe ich da meistens nur im Analysemodus, guck, wie Leute so ticken und versuche mich da einzuklingen, weil ich denke, die Synergy, die passt irgendwie. Aber ich will in diesen Analysemodus und rede eigentlich nichts. Ich bin komplett introvertiert bei fremden Leuten. Zumindest on default. Wenn sie dann mit mir die ganze Zeit reden, ich merke, die sind ja voll cool drauf, die sind auf meiner Wellenlänge, reden auch gerne und akzeptieren mich. Dann bin ich komplett extrovertiert. Du machst einmal und Cecile, so wie ihr sie kennt. Weil ihr hier auf YouTube, ihr kennt mich ja nur so. Aber wenn ich im Real Life unterwegs bin, beim Friseur oder in der Kasse oder sonst wo, bin ich so schüchtern. Bin ich richtig schüchtern. Und introvertiert. Bei öffentlichen Sachen war ich auch immer super introvertiert. Ich zum Beispiel Schule und Universität und so weiter. In der Schule habe ich gefühlt kein Wort gesprochen. Deswegen waren meine mündlichen Zensuren auch so zum Kotzen. Ich wollte einfach nicht reden. Ich hatte Angst vor Lehrern, dass sie mich irgendwie tadeln oder dass die Mitschüler mich da auslachen und Mitschülerinnen. Von daher habe ich halt wenig gesprochen. Und zur damaligen Zeit hatten wir nur Selbstgas. Das trug natürlich auch dazu bei, dass ich introvertiert war. Aber ich denke, selbst heute wäre ich in der Schule introvertiert gewesen. Weil ich einfach auf so öffentlichen Orten nicht so gerne rede. Und bei vielen Leuten ist Synergie auch nicht da. Das ist einfach ein Fakt. Und natürlich, wie gesagt, beim Friseur in der Kasse bin ich auch super schüchtern, sag ich halt, hallo und tschüss, schönen Tag noch. Aber ich finde es dann immer super cringe, wenn diese fremden Leute irgendwie Gespräche anfangen. Kassiererin zum Beispiel, na, machen wir heute einen Salat? Und einmal, er ist aber nicht sehr gesund, wie viele Energy-Drinks sie da trinken. Oh nee. Weil da waren die Rockstar im Angebot, da habe ich direkt 15 Rockstar gekauft, die ganze Kasse war voll, beziehungsweise das Laufband. Und ja, alles Energy Drinks ist aber nicht so gesund. Oh nee. Und ich weiß auch nie, was ich denn sagen soll. Es sind viele fremde Leute und ich finde das immer ein bisschen peinlich. Ich bin voll introvertiert, sagt dann nichts dazu. Hab dann immer Tschüss gesagt und das war's. Hallo und Tschüss. Beim Friseur genauso. Fangen Friseure irgendwie an, über Nachrichten zu reden. Dann frage ich mich, warum redest du mit mir über Nachrichten? Mach du deinen Job in Ruhe, konzentriert dich. Und ich habe auch meine Gedanken. Friseur nutze ich immer, um neue Videoideen oder so zu bekommen. Vielleicht war es dann halt in Ruhe. Friseur, Friseurin macht seinen Job, ihren Job, je nachdem. Und ja. Ich kann mich so ein bisschen konzentrieren auf andere Dinge. Aber wenn ihr versucht zu reden, oder der, dann fühle ich mich ein bisschen
eingeengt. Beziehungsweise ich will das nicht, das ist voll unangenehm für mich. Und generell, wenn ich allein unterwegs bin, bin ich auch eher introvertiert. Aber ich sehe, du bist doch auch auf YouTube allein. Du bist doch voll selbstständig und so. Bin ich. Aber das Problem ist, wenn ich allein irgendwie in der Öffentlichkeit bin. Sprich, wann bin ich introvertiert? Bei fremden Leuten, wenn ich alleine bin. Alleine sein steht für Unsicherheit. Hat niemand dabei. Das ist halt immer ein blödes Gefühl. Und ja, fremde Leute in der Öffentlichkeit. Gerade wenn da noch Leute da zuschauen. Na, in der Kasse schauen ja auch Leute zu. Nämlich die, die hier noch hinter einem sind. Und beim Friseur bist du auch nicht alleine. Da ist da noch rechts und links auch fremde Leute. Das finde ich einfach so unangenehm, das ist irgendwie super introvertiert. Ich sag nur das Nötigste und das war's. Wenn natürlich jetzt random Friseur anfangen würde, eine Friseurin über Parfüm oder so zu quatschen, wo ich ja voll hinterstehe oder über Spiele, dann wüsste ich, egal ob die Person fremd ist, ich könnte den ganzen Tag drüber quatschen. Spiele und Parfüms. Oder Make-up. Das sind ja meine Steckenpferde. Make-up, Parfüms, Spiele. Kann ich den ganzen Tag drüber quatschen. I just love it so much. Und dann ist mir auch egal, ob die Personen fremd sind oder nicht. Dann kann ich das tatsächlich ausblenden. Aber wenn die über so random Sachen wie Nachrichten reden, die ich halt nicht mehr schaue, weil Nachrichten gibt es immer nur Pessimismus. Na, der und der ist gestorben. Oh, da und da war ein Unfall. Corona-Zahlen. Nee. Deswegen schaue ich mir das gar nicht erst an. Und dann kann ich ja nicht mehr drüber quatschen, weil ich nicht mehr informiert bin. Gut. Kommen wir nun zum zweiten extrovertiert. So wie ihr mich wahrscheinlich seht. Ich bin natürlich extrovertiert zu euch. Und zu bekannten Freunden. Für mich seid ihr alle meine Freunde. Klar, nur Online-Freunde ist nicht so gut wie wenn man echt neben Freunde hat. Trotzdem. Schaut die Videos, ihr supportet mich. Seid immer lieb. Zumindest die, die öfter hier vorbeischauen, nette Kommentare schreiben, ihr seid gemeint und da bin ich natürlich exaltiert. Klar, wenn ich jetzt auch nicht allein unterwegs bin, mit einem Freund, einer Freundin oder halt mit meinem Vater, halt mit Bekannten, mit Bekannten und Freunden, bin ich auch komplett exaltiert und quatsche. Ist mir egal, ob dann fremde Leute da sind, Kassierer da ist oder sonst was. Ich quatsche ja dann mit meinen Bekannten, mit meiner Bekannten. Und dann ist mir das egal, dann kann ich das auch ausblenden. Komisch, oder? Weil eben habe ich noch gesagt, sobald fremde Leute da sind, möchte ich nicht allzu viel reden. Da fühle ich mich so ein bisschen beobachtet. Aber sobald ein Bekannter, eine Bekannte da ist, sie redet und redet und redet. Und wenn ich einfach merke, dass ich mich voll wohlfühle, wenn ich einfach super glücklich bin, ich denke mir so, in der Gesellschaft, wo ich mich gerade aufhalte, fühle ich mich so toll aufgenommen, geborgen und ich werde voll geliebt, dann bin ich natürlich auch super extrovertiert. Super, super extrovertiert. Dann natürlich auf Twitch, auf YouTube und vor allem dann in Social Media. Wie gesagt, ich rede über alles, ich habe mich zu verheimlichen, ich quatsche so gerne und lade Fotos hoch. Eine introvertierte Person würde auch nicht 1000 Selfies machen. Das ist auch so ein Grund dafür, dass ich super extrovertiert bin, in den Teilen. Also im Internet, ultra extrovertiert. Wenn das so eine Skala von 1 bis 10 wäre, hier ist 10, wäre ich 11. So extrovertiert bin ich, zumindest im Internet. Und ja, wenn ich jetzt wirklich fremde Leute kennenlerne, auf Events, auf Veranstaltungen, ich merke, hey, die sind ja voll auf meine Wellenlänge, die sind ja voll lustig drauf, die Synergie stimmt, das könnte echt eine neue Bekanntschaft werden. Dann bin ich natürlich auch extrovertiert. Und das ist eigentlich so das, was ich mit dem Video sagen will. Je nach Situation, je nach Gesellschaft, je nach Umfeld, und
nach innere Gefühlslage bin ich dann entweder extrovertiert oder introvertiert. Wenn ich mich super wohl fühle und die Leute mag, extrovertiert. Im Internet sowieso extrovertiert. Aber wenn ich mich unwohl fühle, wenn nur fremde Leute da sind, ich mich beobachtet fühle, dann bin ich introvertiert. Definitiv introvertiert. Und ja, deswegen bin ich weder noch. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich natürlich sagen, ich bin extrovertiert, weil ich das einfach schöner finde, über alles zu quatschen und einfach so einen Charakter zu zeigen. Ne, mir wurde ja auch schon gesagt, du bist doch nicht introvertiert. Sonst würdest du auch nicht solche Outfits haben, würdest du auch keine Rose im Haar machen. Ja, das stimmt. Ich bin immer voll gestylt. Voll gestylt. Guckt euch das Outfit heute an. Glamour Queen, echt. Ist ja für mich so das ultimative Bad Girl Dark Queen Outfit, was ich gerade anhabe. Und ich glaube, eine Person, die introvertiert ist, wird schlechte Sachen tragen und nicht so super auffällige Sachen. Und ich trage ja nur auffällige Sachen, selbst in der Öffentlichkeit. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich wahrscheinlich eher extrovertiert als introvertiert. Trotzdem, eine Mischung aus beiden. Wie ist es bei euch? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Und dann würde ich sagen, dann, falls euch das gefallen hat. Falls nicht, könnt das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!